Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge der NBA 2K21 My League mit den Houston Rockets. Und ja, wir stehen jetzt hier frisch nach einer 2, 3, 4, 5, 6 Niederlagenserie. Ja, es lief schon mal besser, sagen wir es einfach mal so. Die Clippers aktuell mit einem 14-14-Rekord, auch ein direkter Konkurrent von uns hier natürlich um die oberen Playoffs-Plätze. Das heißt, ein Sieg wäre sehr schön. Wir gucken uns das Ganze mal an. Es läuft auch gar nicht schlecht. 5 Punkte Führung, 3 Punkte Führung und wir gewinnen. Sehr, sehr wichtig gegen Kawhi Leonard, Paul George und die Los Angeles Clippers, die hier Davis Bertans sich noch geholt haben. Okay, interessante Verpflichtung. Hätten die wahrscheinlich echt auch nicht ganz so ungerne. John Wall mit 23 Punkten, 11 Assists. Wood mit 23 Punkten, 13 Rebounds. Hachimura mit 16 und 10. Franz Wagner mit 5 Punkten. Ungewöhnlich, sage ich euch, wie es ist. Ne, freue ich mich sehr. Mal wieder ein Sieg. Fühlt sich auch mal wieder gut an. 15-15 damit jetzt unser Rekord. Und wir gehen rein gegen die Warriors. Mal schauen, wie das läuft. Ey, das läuft auch sehr gut. Okay, das läuft auch sehr, sehr gut. Okay, Saisonbestleistung für Rudy Gay. 18 Minuten, 20 Punkte. Sehr, sehr nice. John Wall 20 Punkte, Wood 17 Punkte, Hachimura 17 Punkte. Ey, wir haben echt viele Leute, die zweistellig scoren können. Rivers nimmt irgendwie nur relativ wenige Dreier, zu meiner Überraschung vom Gefühl her. Wir können ja mal kurz gucken. Den habe ich ja eigentlich so ein bisschen als Dreier-Spezialist eigentlich eingekauft. Ist von der Quote her auch bei 35%. Okay, das ist sehr wenig. nimmt aber auch sehr wenige Dreier nur. Wie viel nimmt er nur? 1,6 Dreier nur, trifft 0,6. Ist für mich eigentlich als Shooter eingekauft worden. Macht das aber irgendwie gar nicht. Also, war da gerade schon Javale McGee unter dem? Ah ja, okay, mit 0,0. Ich hatte hier kurz Sorgen gemacht. Aber also Rivers von den Leuten, die Dreier nehmen, nimmt er am wenigsten. Krass. Kruse nimmt mehr. Trifft auch gar nicht gut. House trifft gar nicht gut. Hachimura trifft mit 38,8% solide. Gay 34%, Wagner 28%, Johnson 24%, Richardson 35%, Napier, sehr schön, 44%, Wood 37%, Wall 36%. Okay, ja, auch mal gut zu wissen auf jeden Fall. Wood immer noch echt überragend mit diesen 4,5 Offensiv wie bei uns pro Spiel. Das ist schon echt, ist echt eine Bank. Und wir gehen rein, hier vielleicht den dritten Sieg in Folge mal zu holen gegen die Sacramento Kings. Mal schauen, wie das so läuft. Sieht eigentlich. Oha, okay, das sieht wieder sehr, sehr gut aus. Das sieht wieder sehr, sehr gut aus. Also deutlicher Blowout-Win. Die Rockets fegen die Kings mit 110 zu 81 vom Platz. Wie langweilig, ja. Passender Kommentar von Alex Kennedy auf jeden Fall. Boah, es läuft gerade sehr schön. Also eigentlich läuft es wieder so gut, dass bald mal wieder eine Verletzung kommen muss, um es mal wieder auszubremsen. So wie wir das hier kennen. Ne, gefällt mir. Wir fegen die Rockets, wir fegen die Rockets vom Platz wahrscheinlich. Ne, wir fegen die Kings hier richtig vom Platz. Kriegen komische Trade-Angebote, die wir ablehnen. Müssen noch scouten, okay. So, wen haben wir da noch offen? Paar noch nicht voll gescoutet. So, hier müssten auch noch ein, zwei Jungs ran. Ah, ihn haben wir schon auf Cent. Machen wir es einfach mal so. Wir gehen rein gegen die. Warte, stehen die Knicks 2011? Okay, erstmal Trade-Angebot von den Lakers, KCP und Plumlee gegen Richardson. Ja, Richardson möchte ich auf jeden Fall behalten. Ich meine, die Knicks stehen 2011. Krass, okay. Wir gucken mal kurz rein, wen die Knicks sich hier geholt haben. Finde ich auch immer interessant. Die Suns an der 1 im Westen. Mit einem 89er Booker und 88er 8 natürlich allein schon. Cade Cunningham hier auch noch. Krass. Die Mavericks nach wie vor stark, natürlich allein mit Doncic und Porzingis und natürlich auch Maxi Kleber, unserem deutschen Guy. Die Lakers noch mit Jeremy Roach auf dem Point Guard. Ich weiß nicht, ob da Schröder verletzt ist. Ja, scheint so. Ist auf jeden Fall hier nur ganz hinten in der Rotation. Das ist halt schon mal ein Zeichen dafür. Haben natürlich noch LeBron AD, Mason Plumlee jetzt, Talen Tucker, auch mal sehr nice. Hätte ich eigentlich auch Bock drauf, mir den mal zu holen. Können wir mal schauen. Warte, lass mal kurz schauen, was man für den machen müsste. Nur mal jetzt,
Theoretisch, ne? Heißt nicht, dass ich das mache. Aber wie gesagt, ich bin Fan von dem Jungen. Oh, wurde kurz jetzt verpflichtet. Shit, den hätte ich echt gern genommen. Genau, was wir eigentlich gucken wollten, ist, was die Knicks gemacht haben. Die Knicks, die nämlich 2011, sehr stark. Oladipo natürlich von uns. RJ Barrett, Wendell, Robinson. Ja, okay. Ja, weiß ich nicht. Finde ich jetzt eigentlich gar nicht so krass hier, das Roster. Natürlich relativ tief, aber. Ja, Eric Gordon hier noch. Generell nicht, wie die Teams im Osten hier sehr stark dabei. Das kennt man ja in der echten NBA eher andersrum. Boah, die Nets haben immer noch ihre Big Three. Celtics. Boah, die Celtics sehen auch stark aus. Hier die drei. Kemba Walker noch mit einer 86. Wie alt ist der hier? 31. Jaylen Brown, Jason Tatum. Puh, sieht auch sehr brutal aus. Haben noch DeMarcus Cousins, glaube ich sogar. Die Bucks. Ich habe natürlich vor allem von Antetokounmpo getragen. Naja, genau, wenn ich mir noch angucken wollen würde, sind die Sixers. Da hat sich auch ein Sixers-Fan letztens beschwert, als ich die Sixers wohl angeblich mal gefrontet habe. Tut mir auf jeden Fall leid, ich habe nichts gegen die Sixers. Gerade hier die beiden Jungs, Tyrese Maxey mit Ty Seibold, sehr nice. Finde ich auch gut, dass sie hier in der Starting 5 sind. Ah, ich muss mal gucken, wen haben die hier als Rivalen bei uns? Dallas, Golden State und San Antonio. Okay. Haben wir ein Auge darauf, dass wir gegen die mal besonders Gas geben. Ja, da oben habe ich sicher gerade zum ersten Mal, um ehrlich zu sein, dass da über so eine rivalen Ausstellung so eine Sicht darüber ist. Hilfe, sorry, ich bin nicht kurz ins PlayStation-Menü gegangen auf einmal. Wie auch immer, wir wollen gar nicht mehr länger drüber rumreden. Wir gehen rein ins Spiel gegen die New York Knicks. Und schauen uns mal an, wie das läuft. Ah, nicht mehr so erfolgreich wie die letzten Wochen, so vom Gefühl. 2 Minuten 18 noch, 4 Punkte. Ah, Männer, das reizt mich, ja. Das reizt mich, ja, da nochmal reinzugehen. Wir schauen uns den ganzen Alma an. Ja, mal schauen, was hier gegen die Knicks so läuft. Christian Wood gegen Wendell. Kruse wieder drin, warum auch immer John Wall hier in den letzten Minuten nie drauf darf. Kruse natürlich defensiv eigentlich ganz gut. Macht das hier noch nicht mal gut. Der Ball bleibt leider auch bei den Knicks. Kruse gegen Wiggs. Und Wendell kriegt den offenen Dank. Shit. Christian Wood führt den Ball nach vorne. Ja, was ist jetzt hier das Play? Johnson mit dem offenen Midranger. Ah, macht den nicht. Johnson jetzt hier defensiv gefragt. Ey, und die Knicks schlagen uns mit unseren eigenen Mitteln. Transition Offense. Easy, vier schnelle Punkte für die Knicks. Und die hätten wir gebraucht. Denn jetzt wird es schon sehr schwierig. 8 Punkte in 1 Minute 38. Ich meine, ich bin jetzt hier schon mal reingegangen, will ich auch nicht direkt wieder rausgehen. Wir lassen mal Franz Wagner drauf. Aber es sieht nicht gut aus. Jalen Suggs, geiler Name auf jeden Fall. 23 Punkte. John Wall. Soll jetzt hier einfach auch aus der ISO was machen oder was? Hachimura, sehr schön. Schön gemacht auch von Wall. Tita. In der Mitte die Aufmerksamkeit auf sich und Hachimura dann mit dem Finish. Ah, Wall mit dem Foul. Ich meine, wir brauchen natürlich hier eigentlich schnelle Ballgewinne. Deswegen schon okay, dass Wall da auf den Steal geht. Beziehungsweise ich selber ihn dazu steuere. Aber ja, natürlich etwas unnötiges Foul dann. Boah, den kriegen wir nicht verteilt. Also, wer ist dieser Sachs und warum ist er so gut? 25 Punkte, 10 von 16 aus dem Feld. John Wall zieht das Foul zumindest. Oh, und Wall macht noch nicht mal den Freiwurf, Junge. Da kommt schon wieder die Freiwurfschwäche zur Geltung. Die schon die ganze Meile hier. Ja, uns die ganze Zeit eigentlich verfolgt, wenn wir ehrlich sind. Schatzen gegen Oladipo. Oh. Und Sachs ganz frei, aber Wall mit dem Block.
Und der Ball ist. Oh, aber nix, weil Wagner am Aufsteht. Ah, schade. Schöner Block von John Wall. Am Ende nicht der Ball bei uns. Die Knicks im Ballbesitz. Oladipo nimmt den Midranger. Trifft ihn nicht. Trifft ihn nicht gegen seinen Ex-Club. Also gegen uns. Und Hachimura in Transition. 5 Punkte Abstand, 40 Sekunden. Ja, es wird nicht leichter, sagen wir es mal so. Ja, wow. Also, wenn wir einfach aufhören zu verteidigen, ne, was soll ich da noch machen? Ja, komm. Ja, komm. Also, ich steuere da hinten ein, noch in der gegnerischen Hälfte und dann in der eigenen Hälfte da. Die CPUs lassen einfach mal da einen komplett unter den Korb frei. Na, Franz Wagner war es, glaube ich. Dem will ich gar keine Kritik jetzt äußern, aber. Ja, was bleibt als Fazit der Folge? Siege, Bocken mehr, 3 Siege hier in Folge geholt, Daniela gegen nix. Halb so dramatisch, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr findet es soweit wieder gut, dass aktuell wieder täglich die 14 Uhr Folgen kommen. So ist zumindest aktuell geplant. Ich denke mal, es wird dann auch so sein mit den Folgen. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein und ciao.